Ja, ich habe eine kurze Einleitung zum Thema, was ist Social Media? Und zwar glaube ich, Social Media ist etwas Soziales, also soziale Netzwerke, soziale Medien wollen Menschen zusammenbringen. Das war so Anfang der 2000er, der Ursprung weg von der statischen Website hin zu dem Internet, wo man miteinander unterwegs ist, wo man miteinander Dinge teilt. Das heißt, früher war es so, jemand baut eine Website und veröffentlicht Informationen und der Start ins Web 2.0, hat man damals gesagt, war, dass Menschen miteinander Wissen teilen. Also es gibt eine Plattform, da kann ich Wissen auf der fremden Website teilen, jemand anderes kann darauf wieder kommentieren, Bezug nehmen. Wenn man jetzt in den Duden guckt, sozial bedeutet gemeinschaftlich, dem Gemeinwohl dienend, in Gemeinschaft lebend oder, mein Lieblingsteil, füreinander da sein. Also wenn wir soziale Netzwerke nutzen, dann wollen wir füreinander da sein und in Gemeinschaft leben. Das englische Social ist ein bisschen stärker auf den Gemeinschaftsteil. Das ist nicht unbedingt diakonisch gemeint, aber im Deutschen hat es durchaus diesen Anklang. Soziale Dinge haben etwas für die Gesellschaft zu geben. Wir wollen miteinander und füreinander da sein. Und das Wort Medium, der Mittler, das ist ein alter Begriff. Also ein Medium steht immer zwischen A und B, zwischen zwei Dingen. Ein Kanal wird zwischen Sender und Empfänger aufgebaut. Also wenn ich hier zu Julia rede, dann ist die Sprache das Medium zwischen meinem Mund und ihrem Ohr. Wenn ich zu Laura rede, dann auch. Und wenn ich zu euch rede, dann sind noch ganz viele kleine technische Dinge dazwischen, die aber am Ende auch per Sprache das Medium sind, was die Information von A nach B bringt. In manchen Seminaren gehe ich jetzt noch ein bisschen mehr auf die Medienwissenschaft ein. Knilly hat in den 80er Jahren eine Theorie aufgestellt, dass er sagt, alles kann Medium sein. Also selbst der Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint, haben wir früher gesungen. Und wenn die Sonne einen Stein, der vorher kalt war, bescheint, dann wird der Stein zum Energiespeicher. Dann kann er diese Informationen, Wärme speichern und man kann damit dann eine Pizza im Ofen backen oder eine Hotstone-Massage machen. Also man kann viel mit diesem aufgeladenen Stein tun. Ein Buch kann ein Informationsträger sein, ein Medium. Die Stimme, das Theater, Rauchzeichen. Wenn wir in die Bibel gucken, dann merken wir, dass früher schon die Leute ganz viele unterschiedliche Medien ihrer Zeit genutzt haben. Luther durch den Buchdruck hat Medien genutzt. Als Kino neu war, wurden Filme gemacht, um als Film ein Medium zu sein und Informationen zu verbreiten. Und seit 20, 30 Jahren in der digitalen Ära oder in der Bild-Ära werden immer mehr digitale Medien genutzt, um Informationen zu streuen. Heutzutage Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, was auch immer, sind Kanäle, wo ich Informationen an die Menschen bringe. Und da, wo früher das Buch Mainstream war, wo Luther zum Beispiel gesagt hat, wir wollen viele Leute erreichen, also nutzen wir das, wo wir momentan am meisten Leute erreichen können. Sei es der Gassenhauer, den wir singen können, sei es das Traktat oder das Buch, mit dem wir viele Leute erreichen können. Das sind heute Social-Media-Netzwerke, wo wir Millionen von Menschen oder zumindest Tausende von Menschen vielleicht in unserem Bekanntheitskreis erreichen können. Und deswegen glaube ich, dass es ganz spannend ist, unsere Botschaft, wenn wir Evangelium kommunizieren, wenn wir Kirchenkommunikation betreiben, über Social-Media dahin zu bringen, wo die Menschen sind. Das heißt nicht, dass wir etwas tun, was irgendwie ganz hip und fancy ist. Und das heißt eigentlich, dass wir das tun, was immer der kirchliche Auftrag war. Nämlich Evangelium dahin bringen, wo die Menschen sind. Und wenn die Menschen in eurem Kontaktfeld bei euch in der Kirche sitzen, dann bringt ihnen da das Evangelium. Wenn sie aber vor dem Fernseher sitzen oder vor dem Computer, ist es sinnvoll, auch da das Evangelium zu verkünden. Und das können wir in Social Media machen. Eine spannende Sache noch, Shane Hibbs, ein amerikanischer Medienfachmann, der hat in einem Buch die These aufgestellt, Jesus war das ultimative Medium Gottes. Nachdem er durch die Schöpfung gepredigt hat, nachdem Gott durch Propheten gesprochen hat, ist er selbst in Jesus auf die Erde gekommen, um seine Botschaft zu kommunizieren. Und dann, nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, ihr seid meine Jünger, jetzt gebt ihr das Ganze weiter. Wenn man das also weiterspinnt, dann sind wir jetzt das Medium, durch wen das Evangelium an die Menschen kommt. Das heißt, wenn man so will, sind wir das Medium in der großen Kommunikation Gottes.
Also wenn Gott mit Menschen kommuniziert, benutzt er vielleicht uns und unsere Smartphones als sein Medium. Und das finde ich einen ganz spannenden Einstieg, um zu fragen, wie können wir eigentlich Social Media nutzen? Wir sind Social Media. Wir sind Social Media, wenn wir mit dem Nachbarn reden, beim Kaffee trinken, beim Bier oder wenn wir auf Twitter, Instagram, WhatsApp kommunizieren. Dann können wir Medium sein und können gute Nachrichten weitergeben. Was gute Nachrichten sind, hängt dann vom Kontext ab, aber auf jeden Fall sind wir Teil in dieser Medienkette. Und das war jetzt meine kurze Einleitung, bevor wir jetzt zu den verschiedenen Kanälen kommen.